Hello YouTube, live Blitz game here with Internet Chess Club. Okay. Samu 44 heißt mein Gegner. 57 im Rating. Okay. Er ist von Norwegen. Hat das gleiche Interface wie ich, also Gin. Auf Mac. Ich habe schon gegen ihn einmal gespielt, also mit Schwarz verloren. Also gleich wie jetzt. Ich hoffe, dass ich den mal aber gewinne. Läufer C5 mit der Idee auf F2 zu schlagen. Wird wahrscheinlich als nächstes kommen, aber okay, deckt man sich vor. Jetzt kommt E3. Aha, er wollte sie extra vor mit Ach und Krach verteidigen. Gibt es jemanden? Jetzt kommt wahrscheinlich sogar noch mit der Dame führen. D5 eventuell. Sein Bauer ist jetzt dreifach angegriffen, aber nur zweimal deckt. Gut, in Solitär. Sind wir wieder gleich mit dem Material. Hässige Variante, da man er spielt. Ich denke. Schlag er jetzt den Springer. Bringt ihm zwar auch nicht viel. Ich kann noch mit dem Läufer hier führen auf E6. Wobei er dann den Bauer auf B7 hängt, aber. Bauer auf B7 schlagen mit der Dame ist eh nie gut. Ich ging dann natürlich mit dem Turm auf B7. Ich komme da auf die Linie rein. Er schlägt nicht. So. Also dann hole ich jetzt erst den extra Bauer. Greife gleichzeitig die Dame an. Die Clearance-Schaden kann er jetzt gar nicht machen. Er macht die grossere Schaden, ich lache die klein. Ich habe das Läuferpaar, was eigentlich noch recht ein Vorteil kann sein im Endspiel. Das heisst, ich schaue jetzt ein bisschen drauf, dass wir da nicht gross tauschen. Aha. Gut, muss ich trotzdem vermutlich tauschen. Ja, das geht nicht anders, das steht hier auf C7 rein. Und ich muss wieder zurück. Wenn da alles auf seinem Damenflügel konzentriert ist, dann stelle ich da meine Figuren auch auf die Linie. Ich
nicht heute Schach machen, auf G6. Dann hier der Turm, der Bauer auf G2 schlagen. Ich probiere es. Wobei das auch nicht gefährlich wird, er wird dann auch mit seinen Türen auch sicher auf die G-Linie kommen. Bauern, also ich habe zwei Bauern mehr. Okay, das ist eine ganz brenzlige Situation zur Zeit. Also, wenn er jetzt dann auf die schwarze Diagonale kommt, also auf die dunkle Diagonale, dann kann ich das Match nicht mehr verhindern. Aber er kommt zur Zeit noch nicht drauf. Er sucht vermutlich eine, Variante, also eine Möglichkeit, wenn er da drauf kommt. Ich muss dann wahrscheinlich auf H4 zurück. Greifen seine Läufer dann an. Er hat noch Minuten. Wird ein bisschen knapp für ihn. Was ich auch noch machen könnte, wäre E3. Nicht. Das ist auch gut. Er kommt immer noch nicht auf die schwarze Diagonale. Ich könnte B7 schlagen. Aha. Gut. Das habe ich. Das ist noch gut. Jetzt haben wir da die Geschichte. Dann können wir wieder ein bisschen entschärfen. Und sogar der dritte Bauer gewonnen. Also ja, das wird offen sein. So, das dürfte er aufgeben. Er gibt mir nicht auf. Er hat es wieder aufgeben. Danke fürs Schauen, bis zum nächsten Mal.